Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche. Ich bin Podcast-Host Flex Petruschke und Redakteur bei der Wirtschaftswoche. Ja, heute geht es um neuartige ETFs, die das Kunststück vollbringen wollen, das Beste aus zwei Welten zu vereinen. Extrem niedrige Kosten und ein aktives Management. Während klassische ETFs traditionell nur einen Index nachbilden, ohne in die Auswahl und Gewichtung der Unternehmen einzugreifen, kommen nun immer mehr sogenannte aktive ETFs auf den Markt. Vorbild dafür Cathie Wood's ARK Innovation ETF. Die Idee dahinter: Fondsmanager befüllen aktive ETFs, um besser zu sein als Indizes. Das heißt, sie setzen eigene Akzente bei der Wertpapierauswahl und arbeiten günstiger als traditionelle Fondsmanager. Was jedoch vielversprechend klingt, kann auch ganz schön schief gehen. In dieser Folge diskutieren wir deshalb Vor- und Nachteile von aktiven ETFs, nehmen die bekanntesten unter die Lupe und erklären euch, warum viele klassische Fondsmanager jetzt ganz schön unter Druck stehen. Ja, mit mir im Studio heute meine Kollegin Julia Leonhardt. Grüß dich, Julia. Hallo, Felix. Ja, heute wieder Thema ETFs. Das ist eigentlich so, wo ich denke, eigentlich haben wir da schon sehr viel darüber gesagt, sehr viel diskutiert. Und doch gibt es eben alle paar Monate irgendeine Neuigkeit, irgendwas Neues bei ETFs. Ja, jetzt habe ich schon angesprochen, aktive ETFs. Klingt erstmal so ein bisschen widersprüchlich tatsächlich. Wann hast du das erste Mal davon gehört und was ist so dein erster Gedanke gewesen? Mein allererster Gedanke war tatsächlich, dass ich das total widersprüchlich fand, weil für mich im Kopf ETF total mit was Passiven verknüpft sind und ich da im ersten Moment gar nicht an aktive Sachen gedacht habe. Und das ist für mich auch eigentlich eine totale Abgrenzung zu eben aktiven Fonds sonst. Und dann im nächsten Schritt habe ich schon so gecheckt, dass das vielleicht eher so ein bisschen so ein Promi-Thema ist. Also ich habe dann gesehen, okay, Cathie Wood ist da irgendwie mit drin und dachte mir, naja, okay, dann ist es wahrscheinlich auch erstmal jetzt nichts für mich, irgendwie der kleinere Anleger. Aber das kommt ja jetzt auch so langsam, obwohl es ja recht lang gedauert hat, bis es dann irgendwie doch bei uns Anlegern am breiten Markt angekommen ist. Liegt auch daran, Julia, dass eben in Deutschland diese aktiven ETFs so ein bisschen länger gebraucht haben, um quasi überhaupt an den Markt zu kommen. Da waren die USA mal wieder schneller und deswegen nimmt dieses Thema erst jetzt langsam bei uns dann Fahrt auf, muss man sagen. Wir werden dann gleich dazu nochmal ausführlich kommen. Jetzt, wie zu Beginn jeder Folge, erstmal kurz der Blick an die Börse und in dieser Woche einfach so auf zwei Megatrends, die beide ein wenig Probleme haben und wo wir diskutieren wollen, ja, wo steht diese Branche gerade, wo geht's noch hin? Bei HOT habe ich das Thema Klimafonds mitgebracht. Das war ja für Anleger lange eher ein unfreundliches Thema, denn trotz wirtschaftlicher Förderprogramme kommt die Branche von erneuerbaren Energien an der Börse nicht so richtig in Schwung. Und auch viele Themenfonds in die Richtung laufen nicht unbedingt gut. Zum Beispiel der iShares Clean Energy ETF, den kennen ja viele, haben auch viele im Portfolio, hat immer wieder an Wert verloren. Trotzdem muss man sagen, dass der grüne Trend am Kapitalmarkt weiter ungebrochen ist. Denn letztes Jahr war es ja zum Beispiel so, dass das Jahr 2023 als einer der wärmsten Jahre in der Geschichte der Erde gilt. Wer weiß, wie es dieses Jahr wird. Ich glaube, die Chancen stehen wieder hoch, dass es wieder warm ist. Und das zieht auch nicht spurlos am Kapitalmarkt vorbei. Die Kosten für Klimakatastrophen steigen, die CO2-Verschmutzungsrechte für Unternehmen können teurer werden. Und wer seinen CO2-Ausstoß schneller in den Griff bekommt, kann mit dem Verkauf von CO2-Zertifikaten zweistellige Renditen teilweise erzielen. Gut laufen auch besonders Finanzprodukte, die Nachhaltigkeit vor allem im technologischen Bereich suchen. Also unter den Ökofonds hatten vor allem auch diejenigen die Nase vorne, die auf Chip-Produktion gesetzt haben, zum Beispiel Nvidia, Microsoft und so weiter. Da hat man ja aber auch in den letzten Wochen gesehen, dass das nicht immer so gut läuft. Ja, Top-Stichwort für mich, Julia, vielen Dank. Mein Not der Woche wäre deswegen quasi Megatrend Tech. Unternehmen, Tech-Aktien, Tech-Industrie. Wie du sagst, also klar, Tech war, ist und bleibt irgendwie ein Megatrend. Alle reden davon, alle versprechen sich eben auch sehr, sehr viel davon. Ist ja auch so, dass wirklich viele Unternehmen da jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig was geleistet haben und auch wahnsinnig an der Börse honoriert würden dafür. Aber wie man so im Sommer jetzt schon gesehen hat, wird der Markt so ein bisschen schwieriger und es reicht eben nicht mehr zu sagen, ich mache jetzt irgendwas mit Chips, ich mache irgendwas mit KI und dann quasi sagt man,
das Geld wird schon reinfließen, das läuft schon irgendwie. Sondern jetzt werden auch Anleger und Investoren, muss man sagen, eigentlich endlich mal kritischer und fragen, ja, sehr schön, aber wie wollt ihr dann eigentlich konkret damit mal Geld verdienen? Weil am Anfang kosten eben die ganzen Entwicklungen eben auch erstmal sehr, sehr viel Geld. Also viele Unternehmen verbrennen gerade Geld und hoffen, dass das irgendwie wieder reinkommt. Und wahrscheinlich bei allen wird das nicht so funktionieren. Beispiel vielleicht irgendwie selbstfahrende Autos, würde ich jetzt mal nennen. Da hofft man eigentlich schon seit 10 Jahren auf den Durchbruch. Ist noch nicht da. Ist noch nicht da, richtig. Irgendwie vor ein paar Tagen habe ich ein Video von Teslas gesehen, die versucht sollen, auf dem Parkplatz selbstständig einzuparken. Ja, gut? Nein. Also das stundenlang sind die so ein bisschen jeden Zentimeter vor und nach hinten gekrochen und es war ein völliges Chaos. Also das war jetzt wenig mutmachend, muss man sagen. Die Folge jetzt für mich quasi Megatrend Tech, ja, das wird bleiben. Es gibt sicherlich auch nicht nur eine Blase, die jetzt irgendwie gefährlich ist, sondern es ist eher so ein bisschen mehrere Luftballons, die gerade in der Luft schweben. Und man weiß nicht genau, welcher jetzt quasi wie gefüllt ist. Schönes Bild. Manche werden steigen, manche werden wieder sinken. Da muss man einfach wirklich aufpassen, was man jetzt investiert. Kleines Beispiel, irgendwie es gibt den Megatrend Equal Weight ETF von Hengins. Der ist eigentlich ganz gut gelaufen in diesem Jahr. Aber wer zu länger investiert hat, so 3 Jahre, der ist aktuell fast 20% im Minus. Also das ist kein Selbstläufer mehr, diese Tech-Aktien. Okay, jetzt haben wir die ETFs schon angesprochen, Julia. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Neuerungen der Branche und eben auch so der Frage aktiv, passiv oder veredelt gibt es ja auch noch. Und heute können wir direkt vorweg sagen, geht es nicht um den MSCI World, obwohl er kurz vorkommt. Ja, big News. Ganz dran vorbei kommt man da wahrscheinlich nie. Du hast ja am Anfang auch schon kurz verschiedene Typen von Fonds angesprochen, die es mittlerweile gibt. Wir dröseln das jetzt einmal kurz auf. Allgemein gesagt ist es ja so, dass die Bezeichnung Exchange Traded Funds, also ETF, lediglich zeigt, dass ein Fonds an der Börse gehandelt wird und sein Inhalt transparent ist. Das heißt, mit Wasser befüllt ist, man kann den Preis sehen. Und Anbieter füllen diese rechtliche Hülle dann mittlerweile mit unterschiedlichen Anlagestrategien. Genau, also ETF ist nicht mehr gleich ETF, muss man sagen. Es wird komplizierter, muss man ganz klar sagen. Also der Klassiker, den man seit 20, 30 Jahren, gute 20 Jahre, nicht noch nicht keine 30 Jahre, handeln kann, sind die passiven ETFs, die eben einen Index nachbilden zu meist extrem niedrigen Kosten von zum Teil nur 0,07%, 0,1%, 0,2%. Und da macht jetzt niemand quasi noch extra irgendwas. Also man braucht keinen Fondsmanager, hast du einen Index, klassischerweise eben den MSCI World zum Beispiel, den DAX, S&P 500. Und da ändert sich natürlich jetzt nur die Indexzusammensetzung mal so üblicherweise quartalsweise. Aber ansonsten muss dieser ETF nichts machen. Würde man auch sagen, das ist ein flinkes Erfolgsmodell, diese passiven ETFs. Also in den USA zum Beispiel ist da mehr Geld drin als jetzt bei traditionellen Fonds. Und bei Deutschland spricht man ja häufig von der Demokratisierung der Börse, weil es einfach für jeden Anleger quasi kann da jetzt mit kleinem Geld investieren, zu extrem niedrigen Kosten. Und in der Vergangenheit ist das eben auch bei breit anlegenden ETFs sehr, sehr gut gelaufen, was die Geldanlage angeht. Jetzt kommen wir zur nächsten Evolutionsstufe von diesen passiven ETFs und das sind aktiv gemanagte ETFs. Wenig kreativ bei der Wortgebung, muss ich sagen. Das stimmt. Wie ich eben schon gesagt habe, den Anfang machten vor allem Promis, besonders eine Dame, Cathy Woods. Den wird wahrscheinlich auch bestimmt einigen unserer Hörerinnen und Hörer ein Begriff sein, die Dame. Ganz witzig eigentlich, finde ich. Cathy Woods, da denkst du doch immer, die Frau ist doch extrem jung noch oder so. Die wirkt doch immer so dynamisch. Sie sieht auf jeden Fall jung und dynamisch aus. Das wollte ich jetzt nicht sagen als Mann, aber okay, dann haben wir dein Urteil davon. Die ist aber schon in den 60ern, finde ich ganz spannend, dass die jetzt die Branche noch quasi aufmischt. Ja. Und muss man, zumindest das muss man ihr zugute halten, dass sie das geschafft hat auf alle Fälle. Also ihr ARK Innovation ETF ist jetzt weltweit bekannt tatsächlich. War ja auch anfangs sehr, sehr gut gelaufen. Wetten auf Tesla, Kryptowährungen, disruptive Technologien, wie es so schön heißt. Also quasi alles, was irgendwie neu ist, was man verspricht. Und der lief ja auch 2 Jahre lang richtig, richtig gut. Und ja, Cathy Wood macht eben das anders bei ihrem ETF. Sie tut quasi eben selbst entscheiden, was in diesem ETF drin ist. Also sie setzt die Schwerpunkte, sie wählt die Unternehmen aus. Und bevor wir uns jetzt genauer aktive ETFs anschauen, muss man tatsächlich auch dazu sagen, dass aktive ETFs mit ihrem Vorgänger nicht mehr so viel mehr gemeinsam haben, außer eben den Börsenhandel und die Transparenz. Aktive ETFs müssen ihr Depot in der Europäischen Union täglich aufdecken.
Während die ersten ETF-Generationen ohne Fondsmanager auskamen, also diese bekannten passiven ETFs, und das Depot auch nur wenige Male im Jahr umschichten, ist es bei den neuen so, dass die aktiven ETFs theoretisch täglich das Portfolio verändern können. Was eben dann auch für Anleger heißt, du weißt eigentlich jetzt nicht unbedingt, was da alles drin ist. Also wie bei einem Fonds, der aktiv gemanagt wird, musst du dich einfach informieren. Also du hast eben nicht den Index und sagst, du 500 größte Unternehmen, das bleibt so, auch wenn die sich vielleicht wechseln sollten, sondern nein, von heute auf morgen ist Tesla drin, ist Tesla draußen, ist irgendwie eine neue Aktie drin. Du musst da eigentlich schon ein bisschen mehr am Ball bleiben. Das mögen ja eigentlich viele auch bei passiven ETFs, dass man halt weiß, was drin ist und dann 10 Jahre oder 5 Jahre nicht reingucken muss. Ja, genau. Also eigentlich ETFs ist ja was für Faule, sag ich mal, so ein bisschen das Pantoffelportfolio, wie es, glaube ich, die Verbraucherschützer nennen, kaufen und liegen lassen. Das geht bei solchen aktiven ETFs auch, aber du musst halt dann auch vertrauen darauf, dass es funktioniert. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon bei Bewertungen drin, das greifen wir ein wenig vor. Es gibt nämlich jetzt bei aktiven ETFs auch nochmal eine Unterscheidung. Es gibt nicht nur aktive, es gibt sogar auch veredelte Indizes. Das finde ich einen sehr schönen Namen, Julia. Das klingt auch so Wein und vergoren im Fass und so Reife und alles klingt so. Klingt sehr hochwertig. Richtig. Was steckt dahinter? Das sind ETFs, deren Indizes nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gebaut wurden. Klingt jetzt nicht so nach Wein. Bisschen langweilig. Sehr theoretisch auf jeden Fall. Sie sollen damit höhere Renditen bringen. Ebenso wie ETFs für Trendthemen, wie zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz, sind sie jetzt keine Standardanlage für Bequeme, wie du gerade gesagt hast. Und mit bis zu 0,7% jährlich auch teurer als vielleicht andere Produkte. Deutlich teurer, muss man Deutlich sagen. Deutlich teurer, ja. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel der Modern Value ETF von Frank Fischer. Der setzt auf die aktive Steuerung der 25 Titel, in dem alle 3 Monate ein Rebalancing durchgeführt wird. Genau, also 25 Titel, die er quasi studienbasiert, wissenschaftlich basiert auswählt. Quasi die Unternehmen verspricht er sich quasi das größte Wachstum in den nächsten Jahren. Sogenannte Shareholder-Value-Ansatz. Und wie du sagst, also 25 Titel quasi auf Basis dieser Studien ausgewählt und alle 3 Monate quasi einmal überprüft, ob das jetzt so halbwegs passt. Zu veredelten Indizes muss man jetzt aber auch sagen, dass Fondsmanager relativ klare Vorgaben haben. Dazu kommen auch noch enge Spielräume. Also im Grunde genommen sind sie auch nur so halbaktiv, oder? Ja, völlig richtig. Also du hast die Studie, du definierst quasi, was du für einen super, super Ansatz wählst und dementsprechend kannst du auch nur so handeln, was da drin steht. Bedeutet eben im Umkehrschluss, diese Studie, die du nimmst, sollte eben auch irgendwie was taugen. Ja. Okay, das war der veredelte Ansatz. Muss sagen, mich überzeugt jetzt nicht so ganz, aber es gibt tatsächlich auch sehr treue Fänge. Frank Fischer ist so ein bisschen ein fester Begriff jetzt für diese Form von ETFs. Okay, und jetzt haben wir noch wieder die aktiven ETFs, wobei man auch damals sagen, aktiv ist nicht gleich aktiv. Leider, es gibt quasi aktiv mit Stern und aktiv mit Minuszeichen. Auch da ist natürlich das Ziel irgendwie, wenn schon aktiv, muss dieser ETF eben auch besser sein als der passive ETF. Also ich brauche eben auch da irgendwie mehr Rendite, weil er ist ja auch teurer. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt vorgehen sollte. Und muss man auch sagen, es ist quasi das Versprechen, dass man noch quasi mehr weiß als der Markt, dass man irgendwie was hat zusätzlich noch füttern kann, wo die Rendite dann eben besser wird. Aber den Markt schlagen haben schon viele probiert, bis jetzt wenige geschafft. Wie bei eben aktiven Fondsmanagern auch, muss man sagen, ja. Ja. Die dann eben auch noch höhere Managementgebühren verlangen tatsächlich. Und jetzt bei Cathie Wood zum Beispiel, der lief jetzt in den letzten Monaten auch ziemlich madig, muss man sagen. Also wer da jetzt 2021 eingestiegen ist, der ist ordentlich gecrashed. Jetzt muss man sagen, ja, in Deutschland konnte man fast gar nicht crashen, weil diesen ETF, den gibt es in Deutschland noch gar nicht so lange. Nee, vielleicht wird sogar ganz gut, dass man da jetzt nicht schon am Anfang einsteigen konnte. Und man sieht, diese aktiven ETFs, die drängen jetzt so langsam und nach so langsam in den deutschen Markt rein. Da sind wir jetzt nicht unbedingt wieder vorne dabei bei dieser Entwicklung. Ja, aktuell gibt es in Deutschland, also seit Mitte August, sind an der deutschen Börse auch gerade mal 148 aktive ETFs gelistet, wovon aber auch nicht alle aktiv sind, sondern manche auch eher so halbaktiv, wie wir eben besprochen haben. Liegt auch daran, also in den USA geht das alles viel schneller.
Da gibt es weniger Transparenzregeln, da muss es, glaube ich, nicht täglich eben ausgewiesen werden, was in den ETFs drin ist. Und die werden auch steuerlich besser behandelt als in Deutschland. Zum Beispiel BlackRock hat jetzt sehr viele neue aktive ETFs auf den Markt gebracht. Die nennen sich dann auch zum Beispiel Research Enhanced Index ETFs, also das ist dieser wissenschaftliche Ansatz. Klingt sehr akademisch. Dabei ja, ist nicht unbedingt. Also ist eher verwirrend, zumal diese Namensgebung tatsächlich. Es ist so, was ist, wir werden nachher noch diskutieren, aber das ist das Problem von dieser einfachen Idee von ETFs. Und davon entfernt man sich so ein wenig jetzt wieder. So, jetzt haben wir viele ETFs angesprochen, Julia. Was sind denn so grundsätzlich die Grenzen? Wo muss ich jetzt als Anleger aufpassen? Wie erkenne ich überhaupt jetzt aktiv, halbaktiv, doch passiv oder wissenschaftsbasiert? Ja, ETFs, die, also wie du schon gerade gesagt hast, die Grenzen zwischen diesen ETFs, passiv, aktiv und veredelten ETFs, sind halt kaum geregelt. ETFs, die zwar regelmäßig verändert werden, aber nur zu fixen Terminen, zum Beispiel viermal im Jahr, sind keine aktiven ETFs. Selbst der zum Beispiel LNG Gerd Kommer Multifactor Equity ETF. Von ETF-Papst Gerd Kommer. Der wirbt ja quasi mit einer Ultra-Diversifikation, Julia. Heißt also quasi, er gewichtet die Unternehmen in ETF nochmal besonders. Letztlich tut er aber auch nur viermal im Jahr quasi seinen ETF überprüfen. Und das reicht jetzt eigentlich laut Definition nicht aus, um quasi darauf einen aktiven Eingriff in das Depot zu machen. Das heißt, quasi ist dieser ETF noch nicht aktiv nach den Regeln, die man da jetzt anlegen könnte. Anders zum Beispiel ist jetzt bei einem ETF von der Umweltbank. Das ist auch so ein global anlegender ETF. Übrigens, die ganzen ETFs, die wir gerade nennen, wie man in den Shownotes auch unten. Der führt neben so einem halbjährlichen Rebalancing, also quasi da schaut eben, welche Aktien sind gut gelaufen, muss ich was verkaufen, muss ich nachkaufen. Der hat auch zusätzlich noch die Möglichkeit, quasi sofort einzugreifen, wenn man irgendwie merkt, bei einem Unternehmen gibt es gerade irgendwie größere Probleme, vor allem im Sinne von, oder in Bezug auf Nachhaltigkeit zum Beispiel, wenn man jetzt rausfindet, dass eben die Umweltversprechen nicht eingehalten werden, dass es irgendwie Katastrophen gibt, dann kann es sein, dass die ETF quasi aktiv wird und sagt, dieses Unternehmen verkaufe ich oder trenne ich mich von dem oder schließe ich auch meinem ETF aus. Das wäre jetzt ein klassisches aktiver ETF tatsächlich. Ja, und die Folge von dem Ganzen ist jetzt irgendwie, dass aktive ETFs so ein kleines Identitätsproblem haben. Sie wollen nicht einfach nur mit dem Markt irgendwie mitschwimmen, aber auch nicht zu weit von ihm abweichen. Laut einer Studie von Morningstar zu aktiven ETFs sind viele dieser ETFs in Europa nur ja, schüchtern aktiv, also so ein bisschen halbaktiv, wie wir eben schon angesprochen haben. Diese Zurückhaltung hat jedoch auch ihren Vorteil, und zwar leicht modifizierte aktive ETFs bieten eine gewisse Sicherheit. Also Freestyle-ETFs wie die von Cathie Woods gehen hingegen riskante Wetten ein. Damit kann dann auch ein gewaltiger Mehrertrag herauskommen, aber es kann halt auch ziemlich schief gehen. Ja, an dieser Stelle dann vielleicht nochmal unser Risikohinweis, den wir jede Woche geben müssen. Also wir dürfen hier und können hier keine Anlageberatung machen, können auch keine Haftung übernehmen. Deswegen informiert euch bitte noch zusätzlich zum Podcast auch, bevor ihr Aktien oder ETFs handelt. Ja, Stichwort Risiko. Julia, jetzt diskutieren wir nochmal, wie wir diese Entwicklung einschätzen und was dafür spricht, vielleicht auch aktive ETFs künftig zu kaufen. Ganz spontan, bist du überzeugt von dem Ansatz oder nicht? Noch nicht so richtig. Ich glaube, es gibt aber auch einfach zu wenig Erfahrung damit aktuell. Also ich glaube, für eine abschließende Bewertung ist es jetzt noch viel zu früh. Die kann man jetzt noch gar nicht geben. Ja, es sind auch einfach zu wenige ETFs, aktive ETFs bis jetzt auf dem Markt. Völlig richtig. Quasi hast du keinen Zeithorizont, um zu sehen, innerhalb von 3 Jahren ist der jetzt 1-2% besser gelaufen als andere ETFs oder eben nicht. Dann hast du wenig Auswahl in Deutschland. Also aktuell gibt es wirklich ungefähr 20 wirklich echte aktive ETFs, auch die diese Namen tragen. Problem ist eben auch für Anleger, du musst da eigentlich drauf achten, was ist in diesem ETF enthalten. Ist der jetzt aktiv, ist der normal passiv, sage ich jetzt mal. Das bedeutet eben schon einen Mehraufwand eben auch für Anleger. Und dann ist eben die Frage, also die sind ja jetzt nicht unbedingt teuer, diese aktiven ETFs mit 0,5, 0,7% Managementgebühren, aber auch die merkst du dann irgendwann bei der Performance. Und eben auch die müssen sie dann erstmal reinholen. Also das ist ja quasi der Mindestanspruch, dass zumindest die 0,7% rausholen im Gegensatz zu den klassischen ETFs. Ganz gut ist, Julia, ich glaube, da sind wir uns einig, dass jetzt so die
ja, die aktiven Fonds, also quasi gemanagt von Fondsmanagern, die es eben auch schon sehr, sehr lange gibt, die haben jetzt langsam Probleme, würde ich sagen. Denn die jährlichen Kosten zwischen 0,25 und 0,75% für eben ETFs machen im Vergleich zu den üblichen Kosten für aktiv gemanagte Fonds, also so, die liegen ungefähr bei 1,5%, ja langfristig einen großen Unterschied. Und aktive ETFs, die jetzt ja so langsam kommen, können also langfristig dazu führen, dass die Kosten für aktiv gemanagte Fonds sinken. Und das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht für Anleger. Zumindest ist das die Hoffnung tatsächlich. Also weil ich ärgere mich ja dauernd über aktiv gemanagte Fonds. Ich sage bei 1,6-1,8% Gebühren im Jahr. Ja, und offen gestanden, da weißt du jetzt auch nicht, wie aktiv dieser Fondsmanager jetzt wirklich ist. Also gibt es, glaube ich, auch viele, die den Fonds auswählen, die Füße hochhalten und dann schauen, das sagen, das wird schon irgendwie. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, habt ihr auch viele Studien gezeigt, dass viele Fonds das eben nicht erwirtschaften können. Es gibt noch einen letzten Punkt, der auch eher für aktive ETFs spricht, nämlich dass Anbieter wie Trade Republic oder Scalable eben ausschließlich ETFs anbieten. Das heißt, aktive Fonds kannst du da gar nicht kaufen. Und wenn du halt doch dann irgendwie diese jungen Leute irgendwie erreichen willst, musst du eben schauen, dass du eigentlich dann ETFs anbietest, just im Unterschied zu aktiv gemanagten Fonds. Was dann eben im Umkehrschluss heißen würde, dass die Gebühren eben auch sinken. Deshalb, also Fazit von mir, irgendwie ein bisschen kompliziert aufgebaut, diese aktiven ETFs. Ich finde es auch irgendwie nicht sonderlich verbraucherfreundlich im Sinne von, dass man es erkennen kann, also relativ übersichtlich. Das ist jetzt der klassische ETF. Hier hast du den meinetwegen auch halbaktiven oder so ein bisschen studienbasiert, dann hast du den aktiven. Es ist nicht sonderlich übersichtlich gemacht. Da muss man, glaube ich, noch ein wenig nachschärfen. Was die Kosten angeht, glaube ich, steckt da so ein bisschen Potenzial drin, so die ja, eingefahrenen Kostenstrukturen auch von aktiven Fondsmanagern ein wenig herauszufordern mindestens. Und das ist jetzt wirklich eigentlich die gute Nachricht dabei. Ja, ich glaube, wir werden das erst in den nächsten Jahren sehen, wie sich das entwickelt. Ja, da müssen wir am Ball bleiben, wie man so schön sagt. Machen wir eine kleine Fortsetzung, Folge. Genau. Übrigens gibt es auch noch einen kleinen Artikel von unserer Kollegin Heike Schwertfänger zum Thema, wenn ihr noch mal kurz nachlesen wollt, so in Ruhe, Hintergründe, wie es dazu kam, aktiv, veredelt, halbaktiv. Könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Auch den Artikel verlinken wir in den Shownotes. So, Julia, dann vielen Dank. Vielen Dank dir. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Und Servus von mir.